Herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal zu Topspin 2K25. Ja, wir sind hier ganz am Ende der vierten Saison, ihr seht es, im November. Und wir beginnen hier mit einem Training, nee, mit einem Sonderevent, genau, dass wir auf Gold spielen müssen. Was hier ist Advantage Challenge Alleyway. Gewinne das Match, während die einzige Challenge des Sponsormeisters. Oder Advantage Challenge. Für einen Winner erhältst du einen Punkt, bei einem Unforced Error verlierst du einen Punkt. Wer zuerst die Zielpunktzahl erreicht, gewinnt zwei Punkte. Drei Ballwechsel. Mit mindestens 10 Schlägen spielen, 20 Kontrollbälle spielen. Ja, machen wir es mal. First set, Borg to serve. Play. Oh, der war im Aus. Zero all. So, haben wir es jetzt schon? Jetzt haben wir mal die Ziele geschafft, okay. Jetzt müssen wir auch noch das Spiel gewinnen hier. Wir müssen auch viele Winner machen und keine Unforced Errors. Da zieht es uns dann wieder Punkte ab, oder? Jetzt haben wir gar nicht einen Punkt bekommen vorher, okay. Doppelfehler bringt uns auch nichts. Aber wir haben wieder einen Aufschlag. 3-0-4. Zieht uns wieder einen Punkt ab, das gibt's ja nicht. So. Two,
So, dafür nehmen wir wieder drei, oder? Ah, das kann ganz schön dauern hier, dieses Training. Also wir werden es unmöglich verlieren, das ist mal das Gute, aber das kann sich noch ein bisschen ziehen auf jeden Fall. Dann mache ich wieder so einen dummen Unforced Error. Das ist kaum zu glauben. Und gleich noch einen hinterher. Meine Güte. Ja, und der Kollege haut hier auch Doppelfehler um Doppelfehler raus, oder was? Nö. Mich verarschen. Den Netzroller. Also der hat ja auch gar keinen ersten Aufschlag, der Kollege hier. So, 3-1. So ein Fehler. 2-2. Also das ist ein mühsames Training. Das werde ich auf jeden Fall nie wieder wählen. Aber ich bin mir immer noch sicher, dass wir es gewinnen werden. Wenn ich nicht noch unendlich viele Unforced Errors mache. Aber der hat wirklich eine gute Defense, der Kollege. Jetzt macht er einen Unforced Error. Das bringt mir auch nicht so viel. Was? Unglaublich. Den Punkt hier noch gemacht hat. So. Das gibt mir den Punkt nicht, weil er da noch knapp rankommt. Das glaube ich doch nicht. Und das war auch kein Unforced Error. Das war ein ganz klar forcierter Fehler. Also, naja, da stimmt auch das hier auf jeden Fall nicht im Spiel. Weil wenn das ein Unforced Error ist, dann gibt es keine Forced Errors mehr. Offensichtlich. So, endlich haben wir mal 4 Punkte. Langsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ja, das ist der Punkt. 5-1.
5-0, Borg. Six, zero, Borg. So, 7-0. Endlich kommen wir dem Sieg Schritt für Schritt näher. In Südafrika. Das ist hier ein hartes Stück Arbeit auf jeden Fall. Also, naja, nicht hart im Sinne von, weil es eng ist, aber weil es eben doch ein bisschen dauert. 9-0. So, gleich haben wir es. So, 10-0. Und damit Matchpoint. Man kann nicht mal sagen, wie viele, weil theoretisch können wir wieder Abzug bekommen, einen Punkt. Ja, genau. Wie? So gibt es keinen Abzug, aber... Und das ist es, 11-1. Sehr schön. Ja, immerhin eines von drei Sonderevents und turniertechnisch könnten wir unser erstes Tausender spielen. Und ich würde sagen, das machen wir auch direkt. Und hierfür gehen wir jetzt aber ein bisschen hoch. Zu, warte mal, Topspin oder zu dynamisch. Ja, wir spielen jetzt eh kaum mehr 250er, das würde nur noch auf 7 gehen. Die 500er bleiben noch auf 10 und bei den Masters wird es jetzt ein Satz auf 3. Die Frage ist natürlich nur ein Satz oder wollen wir nicht versuchen, theoretisch auf 3 Sätze, Best of 3. Ich würde sagen, das erste Tausender spielen wir mal wirklich auf 3 Sätze, auf 3 Gewinnsätze. Also auf 2 Gewinnsätze. Wäre Best of 3 halt. 2 Gewinnsätze. Das ist die Frage. Wollen wir mit dem Schwierigkeitsgrad noch 1 hochgehen oder nicht? Machen wir mal nicht. Weil ich will mal sehen. Ich glaube jetzt schon, dass da ein bisschen härtere Gegner dabei sind. Von Südafrika nach Paris. Ja, jetzt neue Turnierkategorie. Da kommt einmal ein kleines Video. Kleine Cutscene. Machen wir uns dieses Mal nicht die Schuhe auf dem roten Sand des Stadions. Oh, ich bin überrascht. Es gibt nicht nur Halbfinale und Viertelfinale und Finale. Nee, es gibt selbst jetzt hier schon Achtelfinale, Viertelfinale. Ja, das freut mich. Das freut mich wirklich. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Dass ich vielleicht das Match doch nicht ganz so lang machen sollen. Aber das finde ich ja richtig cool. Okay. Und wir sind, wo sind wir überhaupt? Bachmann hier so dabei, ein Schweizer. Wir sind an Nummer 14 gesetzt. Oh, das gefällt mir. Das finde ich cool. Okay, okay. Das gibt mir ja doch ein bisschen die Hoffnung, dass dann bei den Grand Slams dann noch eine Runde mehr ist, hoffentlich. 32. Finale.
Nee, jetzt ist Achtelfinale, genau, dass dort zumindest ein Sechzehntelfinale dabei ist. Also jetzt ist ja im Grunde nur eine Runde mehr, oder? Also ja, genau, Achtelfinale halt noch. Die besten 16. Ja, ich hoffe zumindest ein Sechzehntelfinale ist dort dabei bei den Grand Slams. Würde ja auch aufgehen, das ist ja eigentlich nur die Hälfte hier. Dass da dann wirklich noch eine Runde mehr ist. Aber ich glaube, Grand Slams sind normalerweise 7 Runden. Finale, Halbfinale, Viertel, Achtelfinale, 16., 32. Finale ist, glaube ich, erste Runde. Ja, wenn ich mich nicht täusche. Und danach gibt es natürlich noch die Quali-Plätze, weil ich glaube, ungefähr die Top 50 sind qualifiziert von der Weltrangliste. Und der Rest muss Quali spielen. Und wenn es jetzt hier zumindest 5 Runden wären, ja, wäre ich schon relativ zufrieden, muss ich sagen. Okay, das freut mich auf jeden Fall. Ja, theoretisch müssten wir ja jetzt auch schon die Grand Slam spielen können, oder? Weil ich glaube, wir hätten schon bei der vorderen Stufe die Tausender spielen können, aber wir kamen nie dazu. Bin ich mal gespannt. Ah, ich hoffe, es wird nicht so einfach hier gegen Alcaraz. Jetzt müsste ja eigentlich hart sein. Und ich habe gesehen, ich habe eigentlich auch auf hart noch meine Problemchen bei dem einen House des Champions Events auf Silber. Alcaraz spielt hier auf jeden Fall keinen schlechten Ball. Naja, nee, das wird härter hier gegen Alcaraz. Das merke ich jetzt schon. Könnte ein interessantes Match werden. So schicken sollen. Willst du mich verarschen? Ja, da hätte ich einen Lob machen sollen. Einen Lupfer. Aber ich dachte, ich komme schon irgendwie vorbei. Boah. Wow, da komme ich noch ran. Das gibt's doch nicht. Boah, wenn ich den Punkt gewinne, Freunde. Was für ein Punkt. Grandios. Ah, nicht optimal. Ah, stark gemacht von Alcaraz. Ja, das wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Match, glaube ich. Ja, schöner Passierball von Carlos Alcaraz. Okay, ich glaube, die Tausender-Turniere sind wirklich perfekt vom Schwierigkeitsgrad auf hart für uns. Das Glück hat er auf seiner Seite, der Kollege. Gibt's doch gar nicht. Na, dranbleiben.
Ah, Break von Alcaraz. So, zwei Rebreak-Chancen, die müssen wir nutzen, unbedingt. Wie stark hat er das dann doch noch zu Ende gespielt? Er macht wenig Fehler, er macht teilweise dumme Entscheidungen, ja, wenn er am Netz ist oder so, aber... Also nee, nicht unbedingt, wenn er am Netz ist, wenn er Druck machen kann. Spielt oft ins falsche Eck, aber... Ansonsten... Kaum Fehler. Eine sehr stabile Defense und dann machen wir den dummen Fehler hier. Avantage Borg. Sehr schön. Der ist noch im Feld. Die Rückhand landet im Netz, das gibt's doch gar nicht. Sehr schön. So. Jo. Jetzt ist wieder alles offen hier. Wäre natürlich schön, wenn wir gewinnen. Und aktuell sieht's eigentlich ganz gut aus. Jetzt müssen wir schauen. Aber ich würde sagen, nächstes Spiel machen wir dann wieder einen Satz auf drei jeweils. Das dauert da, glaube ich, schon ein bisschen lange hier.
Weil ich will da eigentlich schon zumindest in einem Paten-Match, also ein Turnier spielen können, dass wir da ein bisschen vorankommen. Bei den Grand Slams ist für mich ganz klar, da werden wir auf drei Gewinnsätze, also auf zwei Gewinnsätze, sorry, spielen. Das ist sonnenklar, aber wobei, ich bin mir jetzt nicht sicher, was haben wir jetzt überhaupt eingestellt? Aber ich glaube, wir haben noch drei Sätze eingestellt, oder? So, ja. Wenn wir jetzt zwei Punkte gemacht haben, der Alcaraz vielleicht doch wieder kurz davor einen Punkt zu machen. Das ist eine richtig schöne Vorhand. So, 40-40. Dann werden wir gleich wieder die Chance haben, hier einen Break zu machen. Schätze ich mal. Schöner Slice. Return und jetzt mal schauen. Ach, Timing passt nicht. Ein weiterer Spielball. Ja, schon 10 Minuten hier im Match. Also ihr seht, das kann dann durchaus sein, dass so ein Match dann auch schon so 12 Minuten dauert. Aber wenn wir jetzt natürlich auf drei Gewinnsätze spielen unter Umständen, dann geht das wirklich über 30 Minuten hier im Match. Dann schaffen wir wirklich nur noch ein Match pro Stream oder zwei maximal. Pro Part, sorry. Und das ist ein bisschen sehr wenig. Um hier dann auch wirklich voranzukommen. So. Ah, das gibt's doch nicht. Jetzt muss ich hier aber wirklich aufpassen, dass wir hier drinnen bleiben. Oh, der ist auf der Linie. Und jetzt gibt es entweder gleich Spielball oder Satzball. Und es ist zweiteres Satzball für Alcaraz. Ein gutes Timing. Egalité. Avantage Borg. Come on. 3-3. Ein Tiebreak auf 7. 1-0. Borg. Wichtig, dass wir mit einem Mini-Break starten können. 2-0. Borg. Was ist denn das? Ach du Scheiße. Ja, das verschenke ich jetzt komplett hier. Das eine schöne Mini-Break. Ah, ich dachte, er spielt ins andere Eck. Wichtiger Punkt. Oh. Schlecht war das, bitteschön.
4-3, Alcaraz. Oh, meine Güte. Glück gehabt, dass der nicht schon im Netz landete. Und der ist gut. 5-4. Come on. Zwei Satzbälle jetzt für uns. Ja, wir gewinnen den Satz. Unglaublich. Was für ein Satz war das, bitte schön. Viertelstunde voller Kampf. Der Wahnsinn. Oh, direkt schon wieder ein Breakball für Alcaraz. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Egalité. Weltklasse gespielt. Da beginnt er direkt mit einem Break. Boah, was für ein Match hier, bitteschön. Alter, willst du mich verarschen? Da komme ich nicht an den Ball ran.
Oh, das... oh, gibt ihm 3 Spielbälle. Ja, wir spielen viel zu viel Rückhand. Wir müssen auf unsere Vorhand kommen. Oh, das war aber eine schöne Rückhand für einmal. Und jetzt hier schön mit der Vorhand. Stark, 2-0. Boah, der war mit viel Kick nach außen gespielt. Super Aufschlag. Oh, das ist ein guter Stoppball. Ja, das war wichtig. Wir bleiben hier im Satz drin, zumindest. Wir gehen hier den nicht zu Null und vielleicht ergibt sich ja eine Chance bei Aufschlag Alcaraz. Ja, wird schwierig, schätze ich. Ja, dann hat er natürlich schon wieder Glück mit Netzrollern, wie schon im ersten Satz. Ja, das muss nicht sein. Gerade so ein wichtiger Punkt, ob wir da drin sind halt im Aufschlagspiel oder nicht. Ja, jetzt würden wir 30-15 führen, wenn der nicht übers Netz geht. Das wäre natürlich schon ein sehr entscheidender Unterschied. Und jetzt hätten wir 2 Break-Chancen. In der Theorie. Ist doch lächerlich, aber jetzt hätten wir immer noch eine Break-Chance. Anstatt Spiel und Satzball für den Gegner. Ja, und er läuft rüber, super. Genial, super. Ach komm. Ja, das ist was kürzer. Aber wir waren schon wieder dran jetzt am Ende, also so klar war er auch nicht. Aber wir müssen jetzt mal endlich schaffen, in Führung zu gehen in einem Satz und nicht hier immer hinterher zu laufen. Ah, das ist ein super Tiebreak, okay. Es gibt gar nicht jetzt einen dritten klassischen Satz. Ja, das ist gut. Das ist ein bisschen kürzer hier. Das finde ich eine gute Einstellung. Borg.
Ach komm. Das gibt's doch gar nicht. Ach, komm schon. Schade. Ah, wir sind gut drin. Wir sind gut drin, Freunde. War wunderbar. Oh, wir führen, glaube ich, mit etwa 3 Mini-Breaks. Ja, 3 Mini-Breaks. Oder sind es nur 2? Ich weiß es nicht. Ne, 2 sind es. Aber mit 2 führen wir. Wenn wir jetzt noch 1 hinkriegen, schlagen wir auf jeden Fall nachher schon mal zum Match auf. Wenn wir beide durchbringen. So, komm, ein drittes Mini-Break muss noch her. Das ist es. Ja, das ist es. Jetzt haben wir gewonnen. Also, das werde ich mir nicht nehmen lassen. Das kann ich euch sagen. Auch wenn Alcaraz noch kämpft. Ja. Ich verschenke schon mal das erste Mini-Break, ist ja auch klar. Es ist nur noch ein Mini-Break. Hey, ich könnte wirklich schon wieder komplett kotzen. So. Wir holen uns den Sieg. Was für ein Spiel, Freunde. Unfassbares Match. Ich bin gespannt, wie viele EP das gibt. Und der 1 bis 4. Finale. Bei einem ATP 1000er, beim ersten Masters, das wir spielen in Paris. Es war ein enges Spiel. Gewonnene Punkte am Ende 43 zu 47 für uns. Breakpoints 2 zu 1. Unforced Errors 13, wir haben 16, Novenas, wir 34, der Gegner 27, Doppelfehler hatten wir 3. Gewinn beim zweiten Aufschlag hoffen uns nicht so besonders gut, 29%. Dafür beim ersten 66. Ja, es war wirklich ein enges Spiel. Netzpunkte, wir 0 von 0, also gar nicht probiert. Gegner 11 Mal, also 17 Mal im Netz, 11 gewonnen, das ist eine gute Quote. Und wir bekommen über 600, nee, über 300 DP, genau. Soweit ich das jetzt gesehen habe. Da hätte sich jetzt so ein Booster auf jeden Fall gelohnt. Ah, das war ein richtig schönes Match. Ja, nächsten Part schauen wir dann mal, ob wir da vielleicht dann auch 2 Parts spielen, also 2 Matches schaffen. Ja, sollte drin liegen. Sofern wir natürlich gewinnen. Borg gegen Lazou. Und danach könnten wir unter Umständen auch Taylor Fritz treffen. In einem Halbfinale. Auf der anderen Seite Medvedev gegen Pastrik und Berrettini gegen Andy Murray. TFO und Bailey sind raus. Okay. Ja, da freue ich mich drauf. Haben wir jetzt irgendwie Weltranglisten technisch? Nö, sehen wir jetzt nichts.
Aber wir machen uns einen Booster rein, oder? So ein Boni. So ein EP-Bonus. Ja, Virtual Cached, ich weiß ja nicht. Macht das im Finale mehr Sinn? Aber so einen machen wir mal rein, hätte ich gesagt. Genau. Ja dann, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.